Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Maestron City hier bei Heisenberg Zockt. Ja, Maestron City, wir befinden uns mitten auf einer Kreuzung im Ego-Modus und es ist nicht irgendeine Kreuzung, sondern die, welche wir gebastelt haben, also Kreuzung, Kreisel. Jetzt hier stehen halt immer noch ein bisschen die Fahrzeuge. Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Also wir brauchen ein bisschen Zeit, wir brauchen ein bisschen Geduld. Und ich würde mal sagen, die haben wir auch. Ansonsten hier, guck mal, auf der Autobahn, das hat sich hier nämlich tatsächlich gelegt mit diesen blauen Bussen. Die sind eigentlich so weit verschwunden. Die stecken jetzt irgendwo hier drin. Und sie stecken hier unten ein bisschen. Oh, hier stecken noch ein paar mehr. Okay, ja, die spawnen jetzt interessanterweise halt bei diesem Depot, was wir hier hingestellt haben. Hier oben irgendwo, hier ist es. Eigentlich wäre es wahrscheinlich schlauer, wenn sie schon in die Richtung müssen, dass sie hier hinten spawnen würden. Aber ja, ich kann denen halt nicht vorschreiben. Wo sie die Fahrt aufnehmen, das bestimmen sie selber. Ja gut, es ist wie es ist. Eben, wir müssen ein bisschen Geduld haben. Jetzt kommen wir zu was in den Kommentaren stand, nämlich auf der Gefängnisinsel hängt ein Schiff fest. Da gehen wir mal gucken. Da hängt ein... da hängt ein Schiff fest. Nein, da hängen... Jetzt, da hing doch gerade noch eins. Ja, okay, da hängt ein Schiff fest. Das ist allerdings kein Festhängen, das ist... Heiliges bisschen. Mit dem Kopf durch die Wand. Ich muss mal näher ran. Das sieht ja irgendwie ganz cool aus. Also das muss man erstmal, wie soll ich denn sagen? Ja, das müsste man eigentlich so stehen lassen. Wer hat das schon auf seiner Map? Aber ja, kann man das irgendwie verhindern? Nee, geht nicht. Weil das sind Passagierschiffe und die haben einen festgelegten Kurs vom Spiel her. Wir haben denen ja nicht zugewiesen, sie sollen von A nach B, sondern wir haben einfach einen Personenhafen gebaut. Den haben wir hier unten. Oh, guck mal. Die machen hier. Was gibt das denn, bis es fertig ist? Heiliges bisschen. Da kommt der Nächste. Ja, der macht das dann von der Seite. Okay, jetzt haben wir es dann komplett. Heiliges bisschen. Das ist ja... Aber eben, das sind Frachtschiffe. Da kann ich auch nichts machen. Die haben auch eine vom Spiel festgelegte Route. Wir können nur bei den Fähren den Weg bestimmen. Die Linie. Von hier halt zum anderen Hafen. Bei diesem Personenhafen, die gehen hier... nach außen, außerhalb der Map. Das ist eine ausgehende Verbindung, sagt man dem. Ja, da müssen wir es anders machen. Dann entweder wir lassen's, was einfach cool aussieht, oder ja, wir müssen wohl die Brücke, die Brücke muss sowieso weg. Die Insel kappen, also die Insel verkleinern, da kommt schon der Nächste. Die kommen hier alle irgendwie nicht lang. Kann ich da mal schnell gucken, wenn wir diesen hier machen? Ja, da führt die Linie genau hier über die Insel rüber. Das ist ja perfekt. Und eben, diese Linie, die kann ich beim besten Willen nicht ändern. Das geht nicht. Die haben einfach hier... Ja. Es ist ja... Ah, hier ist ein bisschen... Was machen wir denn? Sollen wir hier tatsächlich... Ja, wir müssen. Guck mal, da kommt schon der Nächste. Türmt sich auf. Da kommt wieder einer. Der türmt sich wieder hier hinten auf. Wir machen mal kurz Pause. Ich dachte, als ich das gelesen habe, dass hier ein Schiff irgendwie, ja, hier hängt und nicht dran vorbeikommt, dass man das vielleicht löschen muss oder drehen muss oder was auch immer. Aber die, ja, die stürmen im Prinzip unsere Insel hier mit ihren Schiffen. Gut, dann holen wir mal den Bagger. Hilft ja nichts. Also die Brücke muss mal weg. Und dann werden wir hier diesen Teil abfräsen. Wobei, Moment, da muss ich mal erst noch ein paar Sachen versetzen. Denn die brauchen wir natürlich trotzdem. Auch wenn hier... irgendwie die Insel ein bisschen angepasst wird. Jetzt ist halt die Frage, wo passt du hin? Machen wir dich hier hin, okay. Und jetzt hätten wir hier eigentlich den Platz. Mir tut das zwar im Herz weh, aber wir können ja... Nee, ich würde hier hinten nicht wieder aufschütten. Wir gucken mal, wie es aussieht. Hier wird auch was weggehen müssen. Jetzt muss ich hier natürlich sicherheitshalber nochmal schnell gucken. Anheben, nein, wir wollen absenken mit der sekundären. Okay, oh, halt die Pinselstärke, ich mache wieder Löcher in den Boden. Da stand in den Kommentaren irgendwie, was war das Maximum, 0,3 oder 0,13? Wir machen mal 0,3. Und die Pinselstärke, die können wir durchaus ein bisschen größer machen. Und irgendwo hat es hier unten, hieß es, doch irgendwie ein Bouton von wegen rückgängig machen. Geländemodifikation, die hier funktionieren bei mir irgendwie nicht. Ich sehe hier keinen Knopf. Wenn ich das hier mache. Aha, okay. Was? Ach, da steht wahrscheinlich annullieren. Man sieht aber, das ist nicht ausgeschrieben. Ich dachte, das heißt irgendwie an, aus, irgendwie sowas. Aber tatsächlich, danke für diesen Hinweis. Okay, wenn ich nochmal klicke, passiert nichts. Da kann man es also rückgängig machen. Das ist ja schon mal schön. Jetzt haben wir die Pinselstärke eingestellt.
Die Größe auch, dann genau, ja, so ist das ideal. So wollte ich das, dass wir das hier ein bisschen zur Seite schieben sozusagen. Und hier natürlich den ganzen Spaß ebenso runter drücken. Da können wir sogar, würde ich sagen, ein bisschen rauf mit der, also nicht mit der Stärke, sondern mit der Größe, damit wir einen größeren Bereich hier abtragen können. Wie das aussieht, wenn die Schiffe hier einfach im Prinzip vom Hügel runter purzeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Platz die brauchen. Reicht das schon? Ich würde mal sagen, das müsste eigentlich reichen. Wir machen hier noch ein bisschen tiefer. Und dann lassen wir mal laufen und gucken, was die Schiffe machen. Ob sie immer noch die halbe Insel mitnehmen oder nicht. Wir werden jetzt hier hinten aber auch noch ein bisschen die Insel, also dieses vorgezogene Inselchen, ein bisschen vergrößern. Ja, das ist soweit okay. Wegen der Brücke gucken wir, sobald es wieder funktioniert hier das Ganze. Jetzt geht das eine unter. Das wird gerammt. Das ist aber wieder ein Rittern früher. Ritterspiele. Ah, aber der, guck mal, der düst durch. Wir können ja nochmal schnell gucken bei der Linie. Ja, das ist irgendwie, das ist grenzwertig. Da muss nochmal ein Teil weg. Wir machen nochmal kurz Pause. Der kommt vorbei, aber die vom Gegenverkehr, die laufen hier fest. Also, dann kommt das hier mal weg. Hat es das wieder irgendwie zurückgesetzt? Nein. Das würde passen. Ich denke, wir kappen hier mal noch ein bisschen von der Straße. Dann können wir nämlich besser arbeiten. So, auch weg, auch weg, auch weg. Und ebenfalls weg. Und hier noch ein bisschen runter. So, da noch ein bisschen. Und jetzt müsste doch eigentlich hier dran vorbeikommen, müsste man meinen, wenn wir hier auch noch runtergehen. Nicht, dass sie hier dann noch irgendwie hängen bleiben. Okay, mal gucken. Ja, jetzt kriegen wir hier natürlich eine Überschwemmung. Das ist immer, wenn man irgendwas mit dem Wasser macht oder beziehungsweise mit der Landschaft, die das Wasser bremsen soll, dann wird das neu berechnet und dann, aha, die düsen hier immer noch durch. Und hier türmen sich die Wellen. Das wird hier ziemlich sicher eine Überschwemmung geben. Das sollte sich aber... Was machen die denn hier? Die hüpfen hier rum. Nochmal Pause. Pause war hier. Und nochmal Landschaftsbau. Den hatten wir hier. Machen wir das hier halt auch noch weg. So, hier kommt er durch. Hier haben wir doch eigentlich keinen Hügel. Hier muss man doch eigentlich nicht wirklich hüpfen. Bäume haben wir da unten noch, aber okay. Die lassen wir mal für den Moment. So, nochmal gucken. Wieder laufen lassen. Jetzt muss das wieder berechnet werden. So, hier kommt das Wasser und... Ja, da haben wir schon ein bisschen Überschwemmung. Okay. Aber wichtig ist, dass die Schiffe hier durchkommen. Die, okay, die hüpfen natürlich, weil das Wasser jetzt eben entsprechend berechnet wird. Diese Welle sieht nicht unbedingt sehr realistisch aus. Das heißt, hier wird berechnet, wo das Wasser schlussendlich dann hingeht oder wo es stehen bleibt. Aber jetzt kommen sie dran vorbei, würde ich mal sagen. Das sieht doch hier ziemlich nach freier Fahrt aus. Wir gucken mal nochmal schnell bei der Linie. Ja, jetzt kommen sie ja tatsächlich vorbei. Gut, jetzt haben wir einfach im Prinzip das Problem, das können wir so lassen, weil das Wasser geht zurück, da wird nicht viel passieren. Wobei, wenn es realistisch wäre, würden natürlich diese Schiffe hier entsprechend Wellen machen und das Ganze ein bisschen überfluten hier. Aber ja, gut, da können wir jetzt nicht viel machen. Ich würde jetzt hier nicht irgendwie so einen Damm oder was hinstellen, das würde mir nicht gefallen. Aber eben, die Brücke, das wird jetzt natürlich je nachdem noch schwierig, weil wir müssen eine gewisse Höhe haben. Diese Schiffe, die haben doch, ja, halt auch eine gewisse Höhe. Und wenn wir hier gucken bei der Brücke, hier passt kein Schiff unten durch. Das heißt, wir müssen Höhe gewinnen. Wir machen mal ganz kurz... Ne, wir müssen eigentlich nicht Pause machen, wir können hier laufen lassen. Hier unten wird schön Nachfrage generiert. Das ist eigentlich wunderbar. Wenn wir das jetzt so machen, dann kriegen wir die Höhe nicht. Also wir kriegen die Höhe zu spät. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir das so bauen... Ja, wobei, das würde eigentlich klappen. Da passt das Schiff perfekt unten durch. Aber bauen wir es mal. Was wir haben, das haben wir. Jetzt hier wieder rein. Wie sieht das aus? Eigentlich sieht es aus, als wäre es zu wenig hoch. Aha, der muss jetzt... Oh, du bist ein Eumel. Jetzt fährt der innen durch. Ja, das passt nicht. Das ist zu wenig hoch. Okay, nehmen wir nochmal weg. Das kann jetzt sein, dass wir hier zwei, drei Operationen brauchen, bis das funktioniert. Aber wir müssen hier mehr wegnehmen. Wir müssen eigentlich die ganze Brücke höher... Nein, sonst kommen die da nicht unten durch. Wir können nicht hier irgendwie rauf und dann wieder runter. Also können wir schon, aber das sieht dann irgendwie halt auch einfach ein bisschen doof aus, auf Deutsch gesagt. Und wenn wir das jetzt eben so machen, wir können hier, behaupte ich, nicht steil genug in die Höhe gehen. So, weil hier auf der linken Seite sind wir immer noch zu tief. Wir müssen im Prinzip eine Kurve machen. Machen wir das doch so, dass wir hier rüber gehen. Hier aber natürlich dann schon Höhe gewinnen.
Dann irgendwie gerne mit einer Kurve. Moment. Hier raus und darüber. Möchte das nicht mehr gehen. Jetzt möchte es nicht mehr gehen. Jetzt bin ich sozusagen rausgesprungen. Hallo? Brücke. Das geht nicht mehr. Okay, wenn wir es hier hinten schnappen. Geht auch nicht. Da stimmt aber die Höhe auch nicht. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen runter, beziehungsweise raus. Straße nehmen und diesen Dingens da ein bisschen runterziehen. So, jetzt müsste eigentlich klappen. Aha, jetzt haben wir aber irgendwie ein Problem. Warum geht das denn nicht? Hallo? Das müsste doch machbar sein, dass wir hier andocken. Warum klappt das nicht? Wenn ich hier diesen mache... Gut, wir sind da zu tief, aber vorher waren wir doch eigentlich hoch genug. Oder nicht? Nochmal schnappen. So, ich komme natürlich auch nicht ganz genau auf die richtige Höhe, aber okay, das müsste eigentlich trotzdem gehen, denkst du. Aha, jetzt kriege ich die Brücke hier nicht mehr hin. Gut, wisst ihr was? Bevor wir hier zu lang üben müssen, kommt das weg. Das kommt auch weg. Dann machen wir das in einem Zug. Also, das geht hier raus. Und macht hier eine Kurve. Das war, was wir wollten. Jetzt müssen wir gucken wegen der Höhe. Das passt nicht. Wir müssen hier höher. Zum Beispiel so. Wobei, das sieht dann irgendwie einfach auch nicht mehr gut aus. Kommst du hier unten durch? Nein, wir müssen es ganz anders machen. Wir machen das, wenn wir es hier hinten machen. Da kriegen wir den Platz auch nicht sozusagen. Wir könnten aber natürlich hier raus und eine Kurve machen und hätten dann hier entsprechend die Höhe. Das wäre eine Möglichkeit, mit was man sich nicht alles rumschlagen muss, wenn man hier eine Gefängnisinsel baut. Wir kommen nicht auf die richtige Höhe, wenn wir das hier rausziehen. Ich sehe da definitiv schwarz. Wir können ja nochmal gucken. Also das wäre mal, was wir haben könnten. Mal abgesehen davon, dass es auch nicht funktioniert. Teilweise rechnet es schon interessante Sachen zusammen. So, das kann man doch eigentlich einfach zurücksetzen. Müsste man meinen, aber denkst du? Jetzt ist da das Gefängnis im Weg. Wir gehen mal in die Richtung. Aha, dann geht's. Okay, das Gefängnis hat blockiert. Hier blockiert was anderes. Und wenn wir gucken... Nee, das reicht nicht. Das reicht tatsächlich nicht. Wir kommen nicht auf die gewünschte Höhe. Wenn wir es so machen, sieht es erstens doof aus. Und zweitens, sie fahren dann so eng hier an der Insel vorbei. Das geht nicht. Wir müssen hier hinten raus. Also, dann machen wir das hier mit einer Kurve. Meinetwegen hier raus. Durchaus mit Höhe. Dann ein bisschen drehen. Und irgendwie so nach da vorne. Dann ist das jetzt unser Inselzugang. So, hier hin und hier rein. Und jetzt mal gucken. Mitten durch einen Pfeiler durch. Sag mal. Also das ist ja schon komisch, weil die Schiffe sind keine Mod. Die Brücke, das ist auch keine Mod. Das müsste doch dann berechnet werden, dass hier halt ein Pfeiler steht und die Schiffe vielleicht dran vorbeifahren. Aber denkst du? Wenn wir hier nochmal gucken. Wobei, die Linie selber, die geht eigentlich nicht unbedingt durch einen Pfeiler durch. Also das würde eigentlich klappen. Wie sieht's denn mit der Höhe aus? Das Problem waren eigentlich nicht die Frachtschiffe. Das Problem waren doch eher die Personenschiffe. Aber jetzt haben wir gerade keins. Die tummeln sich hier hinten. Okay, die fahren da gerade alle rein. Ich denke mal, es müsste eigentlich... Wobei, so hoch ist das dann eben doch auch nicht. Was machst du? Ja, durch einen Pfeiler durch, das wissen wir. Immerhin machen sie es, die bleiben wenigstens nicht hängen. Nicht so wie bei der Insel. Also irgendwie hat die Straße eine andere Kollisionsabfrage als die Insel selber. Sollen wir hier einen Hugel machen? Ich weiß halt auch nicht. Ich finde sie so optisch eigentlich noch okay. Wenn sie zu hoch ist, dann sieht sie irgendwie komisch aus, diese Brücke. Das hat sowieso was von Key West. Hier dieses Konstrukt. Da, wenn man von, ja, im Prinzip von Miami ein bisschen weiter unten runter fährt nach Key West, fährt man genau über diese Brücken rüber. Das kennt man auch von diversen Filmen. Na? Ja, es klappt. Wisst ihr was? Das lassen wir so, würde ich vorschlagen. Was haben wir denn jetzt hier noch für ein Problem? Polizei, Kriminalität und halt medizinisch. Wobei, wir haben hier den Dock, aber wir können hier natürlich auch noch eine Polizei hinstellen. Eine kleine. Das passt sowieso eigentlich auch relativ gut auf so eine Insel, denke ich mir. Wenn hier schon ein Knast ist, zack, machen wir dahin. Dann kann man hier auch ein bisschen Polizei gebrauchen. Und irgendwie ist das doch ganz nett, dass das hier hinten dann fertig ist, wo man hier eben Richtung Innenstadt kommt. Ja, das lassen wir die Autos fahren schön. Hier haben wir einen Personen.
Die fahren halt immer noch durch. Zack, zack. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir, dass die nicht hier dran knallen oder wollen wir, dass die Brücke gut aussieht? Denn ich muss nochmal sagen, wenn wir das jetzt hier erhöhen, das sieht einfach nicht mehr gut aus. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ich würde sagen, wir lassen es so, weil das sieht man ja eigentlich kaum. Es ist ja nicht massiv, sie fahren nicht mitten durch die Brücke durch. Es ist einfach der Knubbel hier oben. Oh, und hier hoppelt er noch ein bisschen an die Insel ran. Also gut, für die besoffenen Kapitäne kann ich nichts. Wenn die das nicht schaffen, hier dran vorbeizukommen, hoppelt, der hoppelt auch. Ja, gut, ich lasse mich mal kurz breitschlagen und mach das hier auch noch weg. Das schadet der Insel selber ja nicht. So, und dann kommen sie da vielleicht ruckelfrei dran vorbei. Und wir haben hier halt dann doch eine relativ krasse Steilküste. So, hier auch noch ein bisschen runter. So, jetzt müsste hier doch eigentlich freie Fahrt herrschen. So, dann mal das hier weg. So, mit Bäumen da unten. Kriegen wir eigentlich die Bäume noch weg? Wenn ich hier den Bagger nehme und hier ein bisschen runter gehe, dann sehen wir die Bäume leider nicht. Wie kriege ich denn die Bäume da weg? Wenn ich nochmal das Landschaftstool nehme, dann sehe ich die ja. Jetzt hätte ich gerne diese Bäume weg. Wenn ich jetzt auf den Bagger wechsle, ja, dann sehe ich sie nicht mehr. Gut, dann lassen wir die. Ja, es ist ein bisschen holprig ist es, aber eben, jetzt haben wir auch gerade wieder an der Landschaft rumgebastelt. Das heißt, das Wasser wird wieder neu berechnet. Dann holpert's halt. Also gut, wir haben ein bisschen holpernde Schiffe und welche, die hier ab und an mal ein bisschen dagegen knallen. Wir werden damit leben, würde ich vorschlagen. Eben die Alternative, die gefällt mir aber nicht. Von wegen, dass wir hier einen riesen Hugel haben, der hier dann wieder runtergeht. Nee, gefällt mir nicht. Gut, was haben wir denn noch? Genau, beim Frachthafen. Hier, diese LKW-Teile. Da gab's den Kommentar dazu, von wegen... Könntest du eine unterirdische Autobahn durch die Stadt bauen und an den beliebtesten Orten eine Ausfahrt machen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Guck mal, aber jetzt. Ahaha. Aha. Das mit dem Depot, das funktioniert. Die Busse spawnen hier. Jetzt verursachen sie einfach hier den Stau. Naja. Wir haben eine Ampel hier. Wir lassen das mal, weil das ist einfach, solange die hier aus dem Depot rauskommen. Das Hauptproblem sind tatsächlich diese Lastwagen. Im Prinzip haben wir eigentlich eine Autobahn hier hinten, aber okay, also da, die ist halt weit weg. Die wird aber auch, ja, sporadisch wird sie genutzt. Noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber immerhin. Wenn wir hier eine Autobahn machen, die hier runter geht. Irgendwie unter der Stadt durch, nachher hinten und hier zum Beispiel raus. Das würde definitiv nicht schaden. Wir können ja mal gucken, ob das was bringt. Also, wir brauchen hier Le Autobahn, Lotorüt, mit Lärmschutzwand. Ja, ist mitten in der Stadt drin, das kann nicht schaden. Aber sollen die jetzt hier gleich einfach mal auf die Autobahn rauffahren? Oder sollen wir hier eine richtige Einfahrt machen? So à la hier unten. Sowas in der Richtung, das ist halt die Frage. Funktioniert das überhaupt, wenn ich hier eine Autobahn direkt anschließe? Nein. Aber das ist auch wegen dem Gefälle. Nee, das doch, das geht tatsächlich. Da könnte man auf die Autobahn rauf. Wir haben hier dann halt keine normale Ein- und Ausfahrt. Aber das müsste eigentlich auch klappen. Wisst ihr was, wir bauen das mal und gucken, wie sieht das aus. Ach so, das ist natürlich nur eine Spur. Das vergesse ich immer. Wir haben da natürlich noch eine zweite Spur. Das ist ja nicht, dass hier auf der rechten Seite der Verkehr in die Richtung fährt, auf der linken in die, sondern das ist jetzt hier einfach vierspurig in die eine Richtung. Wenn wir jetzt hier noch daherkommen... Da könnten wir aber da raus. Dann hätten wir hier die Ausfahrt, da die Einfahrt. Ich denke, das könnte man mal machen. Oder sollen wir halt doch lieber irgendwie Autobahnauffahrten nutzen? Wo geht denn die Autobahn hin? Die ist hier eigentlich fertig. Von daher kann man das, denke ich, schon so machen. Weil die geht nicht weiter. Hier hinten ist Wasser, da können wir nicht mehr viel machen. Wir machen das mal so. Mal gucken, wie der Verkehr das annimmt. Das ist eh relativ interessant zu beobachten, wenn man das mal ein bisschen anders macht, wie es gedacht ist. Nämlich eben ohne Autobahn auffahrten. Also, wir gehen hier mal rein. Das ist okay. Und jetzt müssen wir hier aber möglichst Stantepede unter die Erde. Das würde hier schon mal klappen. Und hier aus der Erde rauskommen. Da brauchen wir offensichtlich ein bisschen mehr Platz. Zack. Gut, und jetzt ziehen wir die mal. Muss hier eins runter. Wir ziehen die mal nach hier hinten. Mal gucken, wie es funktioniert und wo wollten wir raus. Jetzt muss ich schnell schauen.
Hier vorne, das war eine Idee, dass wir hier durchstechen und hier rauskommen. Und dann wäre die Autobahn hier wieder fertig. Im Prinzip, das ist dann einfach so eine innerstädtische Autobahn. Die führt hier hin. Oder wir könnten ja einen Teil noch nach da hinten ziehen oder nach hier. Ja, wir können natürlich überall hingehen. Das ist die Frage. Sollen wir... 3 Millionen haben wir. Es würde sich finanziell auszahlen. Wir machen das mal so. Dass wir jetzt einfach mal hier hingehen. Wenn ich hier raufgehe. Ne, geht nicht. Ich muss wieder runter. So. Und jetzt hier aus der Erde raus. Dann kommen wir da raus. Das bauen wir mal. Und jetzt das Ganze in die andere Richtung. Wie baue ich das denn am besten? Indem ich hier parallel so runtergehe. Was macht er dann? Also hier unter die Erde. Okay, das würde passen. Und jetzt mal gucken, ob er das irgendwie in irgendeiner Form hier hinten, hier unten anschließen können. Nein, funktioniert überhaupt nicht. Noch ein bisschen runter. Nein, nein, nein. Nee, geht nicht. Okay, weil wenn ich es in die andere Richtung ziehe, dann ist es natürlich falsch rum. Da müsste ich es wieder ändern. Das müsste aber eigentlich zu machen sein. Nochmal runter. Okay, das würde gehen. Das würde nicht gehen. Wenn wir weiter runter gehen, dann geht's. Und hier geht's nicht mehr. Das muss ich in Einzelteilen bauen. Wir machen das mal. Zack. Nehmen's mit. Dann funktioniert's zumindest bis hierhin. Wenn wir jetzt hier wieder ein bisschen Höhe gewinnen. Ah, guck mal an, dann geht's. Und hier rein, dann geht's eigentlich auch. Haben wir doch glatt. So, ist angeschlossen. Okay, dann haben wir hier eine Autobahn, die hier unten durchgeht, hier rauskommt. Jetzt müssen wir sie hier noch anschließen. Das ist die Einfahrt. Die machen wir. Ja, da gibt es wahrscheinlich dann hier oben natürlich auch entsprechend Verkehr, wenn das eine Autobahneinfahrt wird. Wir machen das mal so. Und die Ausfahrt machen wir hier mal gebogen. Hier rein. So, ist ein bisschen, ja, sagen wir mal merkwürdig vielleicht, aber ich bin mal gespannt, ob das nicht doch klappt. Denn es ist eine Autobahneinfahrt, es ist eine Autobahn. Mal gucken, ob das angenommen wird. Okay, jetzt würde ich aber gerne halt mit der Autobahn tatsächlich noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel noch hier hin. Also nehmen wir sie nochmal. Zweimal klicken. Wo war hier? Der Eingang, das ist was anderes. Jetzt kriegen wir langsam... Ne, das ist das Richtige. Das ist... Ne, das ist das Falsche. Hä? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier ist der Eingang. Ach, das geht hier halt auch schon unter die Stadt. Oder unter der Stadt durch. Ja, da hinten raus. Genau. Da haben wir einfach keine Abfahrten. Hier haben wir doch allen Ernstes noch ein Wasserproblem. Das werden wir kurz beheben. So, zack, zack. Okay, das geht dann da rein. Okay, alles klar. Dann haben wir sowas Ähnliches eh schon. Aber ich denke, das hier könnte je nachdem tatsächlich noch ein bisschen mehr bringen. Weil wir andere Ausfahrten machen. Also, wenn wir hier runtergehen, dann sehen wir kommen hier vorne raus. Jetzt würden wir eigentlich gerne hier unten ein unterirdisches Kreuz haben. Das könnte noch schwierig werden. Aber wir können es natürlich auch einfach so machen, dass man hier irgendwie so reinkommt und mit der anderen außen rum. Geht das ohne Ausfahrten? Da sind sogar die Straßen noch angeschrieben. Das ist halt die Frage, ob das... Funktioniert das tatsächlich? Moment. Es gibt ja schon einen Grund, warum wir Autobahnkreuze haben. Wenn ich so mit der Autobahn hier reingehe, was kann man dann machen? Dann kann man von links kommend hier rein und in die andere Richtung. Und wenn man in die will... In die Richtung will, dann kann man das eben nicht, wenn wir das einfach so machen, wie ich gerade wollte. Im Prinzip brauchen wir hier unten ein Kreuz. Jetzt gucke ich mal, ob wir nicht vielleicht sogar so ein Kreuz irgendwie... Oh, da haben wir nochmal Kreisel. Aber wenn ich so ein Kreuz unter die Erde kriegen? Ich glaube nicht, aber ich weiß es natürlich nicht. Nee, geht nicht. Mit Page Up und Page Down in die Höhe kriegen wir es. Guck mal. Das ist ja cool. Aber ich glaube, runter geht nicht. Zumindest hier nicht, wo es sowieso nicht geht. Vielleicht geht es hier, wo das Ganze blau eingezeichnet ist. Nee, ich komme da nicht runter. Page Down funktioniert nicht. Schade, dann haben wir hier kein Kreuz. Wie machen wir das denn am besten? Das wird dann doch eher ein bisschen umständlich. Dann vielleicht doch eher eine zweite Autobahn, aber das ist dann irgendwie doof. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist dann tatsächlich irgendwie doof, wenn wir hier eine zweite Autobahn machen, wo man von der einen nicht auf die andere kommt. Guck mal, da fahren aber schon die ersten. Also das wird tatsächlich angenommen.
Und diese Ausfahrt, ja, das funktioniert tatsächlich nicht. Da muss ich im Prinzip hier unten ein eigenes Kreuz bauen. Na, juhu. wenn wir das so machen und hier raus würden, funktioniert das? Ich glaube, ich bin zu hoch. Ja, ihr seht schon, das wird ganz interessant. Nochmal runter. Moment, erst die Straße, dann Page Down. Jetzt wären wir hier unten. Wenn ich das jetzt so mache, warum wird das hier oben eingezeichnet? Wir gehen mal nochmal runter. Jetzt hätten wir es im Prinzip. Okay, das würde klappen. Und wenn wir jetzt hier unten durch wollen, damit man auf die andere Autobahn kommt. Ja, in kleinen Schritten bauen. Also das wäre die Ausfahrt von hier in die andere Autobahn hier hinten. Oh nee, das wird mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird mir zu kompliziert. Da bräuchten wir ein Kreuz, aber eben, unter die Erde kriegen wir es nicht, das müssen wir irgendwie anders lösen. Ich würde mal sagen, es läuft ja hier, die fahren, wenn man hier unten guckt, fahren sie hier auch? Nee, hier stehen sie. Hier stehen sie immer noch. Und das wird, ja, eigentlich eher in die andere Richtung genutzt, statt hier rein. Aber okay, wir haben immerhin eine weitere Autobahn gebaut. Ich würde sagen, wir überlegen uns das nochmal, wie wir das dann machen, wenn wir die Autobahn da weiterführen wollen. Ich habe die leise Befürchtung hier für diese Ecke, das ist nicht die Lösung, so wie das gedacht war. Hier unten stehen sie halt auch, die stehen eigentlich überall und es sind überall diese blauen Busse, die da spawnen, eben jetzt hier hinten. Müssen wir gucken, wie wir das lösen können. Aber das ist hier eh, hier stimmt doch was nicht. Die stehen ja alle. Ne, jetzt fahren sie. Die Polizei fährt. Gut, hier halt eben. Ja, gut, das sind dann hier diese Feldwege. Die haben wir natürlich auch nicht gebaut, damit sie befahren werden, sondern damit wir hier weitere Wohnungen hinstellen können. Da müsste man eigentlich ein Fahrverbot machen. Wir werden uns in der nächsten Folge mal ansehen, wie wir denen hier helfen können, würde ich vorschlagen. Und bis dahin, danke fürs Zusehen. Was machen unsere Schiffe? Die fahren dran vorbei. Gut, da mussten wir doch glatt die Gefängnisinsel noch kurz kappen. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!